Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Gäste aus der Stadt und dem Umland, verehrtes Publikum. Ich darf Sie herzlich begrüßen zum Start unserer Ruperto Carola Ringvorlesung zum Thema Immaterielles Erbe, eine Zukunftsressource, Fragezeichen. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin ausgebildeter Geograf mit Schwerpunkt Kulturgeografie und lehre seit 2020 das Fach Cultural Heritage und Kulturgüterschutz am Heidelberg Center for Cultural Heritage hier an der Universität Heidelberg. Unter anderem habe ich zum Themengebiet unserer Ringvorlesung, der Kategorie des immateriellen Erbes, geforscht und begleite diese Ringvorlesung in diesem Sommersemester. Veranstalterin der Ringvorlesung ist die Universität und wir freuen uns, dieses spannende und relevante Thema in diesem ganz besonderen Rahmen präsentieren zu können. Mein heutiger Beitrag hat eine doppelte Funktion. Er ist einerseits ein eigenständiger Beitrag zur Ringvorlesung, zugleich möchte er Sie mit den Themen einführend vertraut machen, Kategorien und Begriffe aufrufen, die auch bei den folgenden Referentinnen und Referenten der Ringvorlesung erwartungsgemäß eine Rolle spielen. Das Heidelberg Center for Cultural Heritage hatte im vergangenen Sommersemester gemeinsam mit dem musikwissenschaftlichen Seminar eine Ringvorlesung veranstaltet, 50 Jahre UNESCO-Welterbekonvention, Bilanz und Perspektiven. Wir griffen den damals runden Geburtstag der Welterbekonvention auf, welche eben 1972 verabschiedet wurde. Da lag es nahe, dass wir dieses Jahr ebenfalls einen runden Geburtstag aufgreifen. Nicht ganz so spektakulär, nämlich den immerhin aber doch 20-jährigen einer wichtigen Schwesterkonvention der Welterbekonvention, nämlich der Konvention zum Erhalt des immateriellen Erbes. Sie wurde also 2003 verabschiedet. Beide Konventionen widmen sich unterschiedlichen Bereichen kulturellen Erbes. Sie haben vergleichbare Strukturen und Prozeduren und werden in der Öffentlichkeit nicht selten miteinander vermischt, wenn etwa terminologisch für Fachleute unpräzise, für Laien verzeihlich in Medien berichtet wird, eine bestimmte Tradition sei nun zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. In der Tat profitiert diese jüngere UNESCO-Konvention in der Medienaufmerksamkeit von der Nähe zur älteren, länger eingeführten Welterbekonvention, welche zumindest schlagwortartig einer breiten Bevölkerung bekannt ist und sei es aus der Reiseführerliteratur. UNESCO-Welterbe erscheint mit dem von mir normalerweise nicht sonderlich geschätzten Vokabular des Branding als eine Art Dachmarke, deren Image von der Welterbekonvention vorgeprägt ist und in deren Gefolge auch weitere Konventionen Verbreitung und Akzeptanz finden. Weltweit finden in diesem Jahr Veranstaltungen statt, die eine Etappenbilanz der 2003er Konvention ziehen. Diese würdigen dabei auch Fragen der Weiterentwicklung diskutieren anlässlich dieses runden Geburtstags und wir hoffen mit unserer Ringvorlesung eben auch einen Beitrag dazu leisten zu können. Dazu haben wir sowohl Beiträge gewählt, die bestimmte Traditionen und Praktiken näher beleuchten, als auch übergreifende Beiträge, welche systematische Fragen verfolgen. Hier sehen Sie die kommenden Vorträge mit zum Teil weltweit renommierten Referentinnen und Referenten unterschiedlicher Disziplinen. Diese vielfachen disziplinären Hintergründe rechtfertigen es sicherlich auch, dass diese Ringvorlesung zum immateriellen Erbe als Ringvorlesung der Universität und nicht nur etwa eines Instituts stattfindet. Die Beiträge sind zumeist in deutscher Sprache gehalten. An zwei Terminen haben wir uns erlaubt, Kolleginnen aus dem Ausland einzuladen, welche auf Englisch referieren. Ich hoffe, Sie akzeptieren, dass dies bei einem global diskutierten Thema auch angemessen ist. Wie die Insiderinnen und Insider unter Ihnen vielleicht bemerken, beschränken wir die Vorlesung nicht exakt auf solche Kulturpraktiken, welche durch die Konvention von 2003 geschützt sind, sondern fassen hier mit zum Beispiel diesen beiden Vorträgen Ende Juni und Anfang Juli den Blick bewusst weiter. Den Bogen schließen werden wir mit einer Podiumsdiskussion Mitte Juli, mit Gesprächen und eben einer Podiumsrunde,
welche Querschnittsthemen der Vorlesungsreihe, die ich heute einführen möchte, aus verschiedenen Perspektiven zusammenführt im Gespräch von KulturwissenschaftlerInnen und PraktikerInnen des immateriellen Erbes. Bevor ich nun weiter in das Thema hineinführen möchte, möchte ich einigen KollegInnen danken, Personen im Rektorat der Universität und am HZCH und der weiteren Universität. Ein erster Dank gilt den Kolleginnen des Rektorats, Frau Marietta Fuhrmann-Koch, Frau Anja Förster, Nicole Hoffmann, für die vertrauensvolle und unkomplizierte Zusammenarbeit bei der Organisation der Ringvorlesung. Ein weiterer Dank gilt Christiane Wiesenfeld, Musikwissenschaftlerin und zugleich im Direktorium des HZCH, sowie an Michaela Böttner, Geschäftsführerin des HZCH. Beiden Dank für inhaltlichen Austausch zur Vorbereitung und vorab natürlich ein Dank an die Technik vor und hinter den Kulissen. Lassen Sie mich mit einigen vorbereitenden Ausführungen beginnen. Das Konzept Kulturerbe beinhaltet, dass kulturelle Gegenstände, und diese Gegenstände können eben auch nicht materielle Natur sein, welche in der Vergangenheit hergestellt wurden, als bewahrenswert für die Gegenwart und Zukunft bewertet werden. Und in diesem Sinne hätte sich vordergründig die zentrale Frage unserer Ringvorlesung bereits erübrigt, nämlich ob immaterielles Erbe als eine Zukunftsressource angesehen werden kann. Sobald man etwas als Erbe kennzeichnet, mit der wichtigen Ausnahme des sogenannten schwierigen oder problematischen Erbes, soll es eben in die Zukunft transferiert werden. Aber damit hätte ich rein semantisch, rein sprachlich argumentiert und nicht inhaltlich, und das mag Sie zu Recht wenig überzeugen. In meinem Beitrag heute möchte ich somit auch der Frage nachgehen, was sind inhaltliche Kriterien, denen zufolge immaterielle Gegenstände, welche als immaterielles Erbe bezeichnet werden, als eine Ressource für Gegenwart und Zukunft sehen ist. Bekannter als die Konvention von 2003 ist, wie bereits erwähnt, die UNESCO-Welterbekonvention von 1972 mit der berühmten Welterbeliste, derzeit über 1100 Einträge. Und man könnte annehmen, wenn man die Bezeichnung im Englischen, also Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, hört, dass eine solche Konvention für das Kulturerbe der Welt auch immaterielles Erbe umfasst. Das tut sie aber nicht, wie in Artikel 1 der Konvention festgelegt ist. Sie ist an den Schutz außergewöhnlicher Baudenkmäler, Ensembles oder Stätten wie Industrieanlagen, historische Altstädte oder Kulturlandschaften gebunden. Und daneben schützt die Welterbekonvention von 1972 auch Naturgebilde, also zum Beispiel außergewöhnliche Naturreservate. Diese Zusammenfassung des Denkmal- und Naturschutzes in einem Instrument wurde auch retrospektiv als wegweisend erachtet. Der mögliche Mangel des Ausschusses immaterieller Kultur wurde hingegen ebenfalls früh erkannt und war zweifellos eine Co-Motivation für die Etablierung der neuen Konvention von 2003. Beide Konventionen sind völkerrechtliche Verträge, welche verschiedene Institutionen und Gremien begründen. Die Gremien und Prozeduren der 2003er Konvention orientieren sich dabei erkennbar an der älteren Welterbekonvention. Diese diente als Blaupause. Bei genauerem Hinsehen gibt es auch einige Unterschiede, und diese will ich Ihnen im Laufe des heutigen Vortrags, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, eben auch verdeutlichen. Wie grenzen sich nun beide Konventionen inhaltlich voneinander ab? Das möchte ich zunächst einmal an Beispielen erläutern, wie materielle Kultur und immaterielle Kultur zusammenhängen. Ja, für jede Person, die sich irgendwann im Leben wenigstens einführend mit Kunstgeschichte befasst, ist es eine zentrale Erkenntnis, dass sich in materieller Kultur, also hier zum Beispiel in dem berühmten Beispiel des gotischen Sakralbaus, eben auch Weltbilder, religiöse und philosophische Überzeugungen niederschlagen, materialisieren, zum Ausdruck kommen, wie etwa hier in dem Zitat deutlich wird, dass der gotische Sakralbau eben
die Ideen der mittelalterlichen christlichen Mystik sowie der neuplatonischen inspirierten Lichtmetaphysik zum Ausdruck bringen will. Das Materielle, der Kirchbau, ist also voll immaterieller Sinngehalte und Bedeutungsebenen. Dies gilt für den gotischen Sakralbau, ebenso wie für kulturelle Artefakte der Alltagskultur, wie sie es die britischen Cultural Studies anhand des Sony Walkman als exemplarisches Analyseobjekt vorgeführt hatten. Und zudem kommen in diesen materiellen Artefakten über die kulturellen Sinn- und Bedeutungsebenen hinaus auch soziale und ökonomische Verhältnisse zum Ausdruck, sowie auch Resultate der Technikgeschichte. Der umgekehrte Bezug des Immateriellen zum Materiellen ist nur auf den ersten Blick sehr viel banaler. Literatur und Musik mögen Ihnen vielleicht zunächst als rein geistige Schöpfungen erscheinen, aber es wird schnell klar, dass sie zu ihrer Verwirklichung der materiellen Artefakte bedürfen. Also Musikinstrumente, Lautsprecher, Papiere, Textseiten, Notenblätter, Druckerpressen, Gewänder, Masken, Handwerkszeuge, heute vielleicht Computer und natürlich aber auch der Körperlichkeit von Menschen mit ihren Händen, Stimmorganen, Lungen und Sinnesorganen. Materielle Formen und Strukturen sind also das, was Immaterielles erfahrbar in unsere Welt bringt. Und auch in diesen materiellen Artefakten, diesen Musikinstrumenten, sind bereits zahlreiche kulturelle Bedeutungen eingeschrieben. Wir müssen also auch diese materiellen Artefakte ernst nehmen, wenn wir über immaterielles Kulturerbe sprechen, und das wird auch getan. Und sie sind es dann ja eben auch, die zum Beispiel in Museen ausgestellt werden können. Eine ganze Reihe von immateriellen Praktiken, wie sie auch durch die UNESCO-Konvention geschützt werden soll, hat übrigens das explizite Ziel, Materielles herzustellen. Das gilt für die Form der Handwerkskunst und speziell auch für die Dombauhütten, die seit dem hohen Mittelalter den Bau der großen Kirchen in Europa begleiten. Und darüber werden wir ja nächste Woche einen sicher sehr interessanten Vortrag miterleben können. Die bekannten Oberammergauer Passionsspiele, die auf das 17. Jahrhundert zurückgehen und letztes Jahr wieder stattfanden, sind in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Erbes eingeschrieben. Letztes Jahr wurde in Oberammergau begleitend zu den Spielen eine Gebäude- und Rauminstallation gezeigt namens Immateriell, welche eben gerade diese Materialität dieses immateriellen Erbes, etwa der Stoffgewänder der Spiele, ausstellen wollte. Hier eben auch mit diesem großen blauen Kubus, gefertigt aus Volksgewändern früherer Passionsspiele, der teilweise den Museumsbau verdeckte. Ja, jetzt haben Sie schon etwas über das immaterielle Erbe erfahren. Ich wollte an dieser Stelle noch eine Abgrenzung machen zwischen den beiden Konventionen inhaltlicher Art, aber ich glaube auch aus Zeitgründen wechsle ich direkt dazu, Ihnen einmal nun die Definition von immateriellem Kulturerbe zu präsentieren, wie sie eben auch in der UNESCO-Konvention von 2003 definiert wird. Und Sie sehen, dass ich Ihnen sowohl den englischen Text präsentiere als auch die deutsche Übersetzung. Englisch und Französisch sind die wesentlichen Arbeitssprachen der UNESCO. Es gibt auch weitere, aber die wesentlichen laufen die internationalen Diskussionen, welche Textform eine Konvention nun erhalten soll in diesen beiden Sprachen. Und die deutsche Übersetzung ist dann vielleicht für den deutschen Sprachraum relevant, aber eben weniger für die internationale kulturwissenschaftliche Diskussion. Und wir sehen auch hier bereits schon kleine Unterschiede in der Semantik, wenn wir uns den deutschen und den englischen Text anschauen. Aber bleiben wir erst einmal bei der deutschen Fassung. Also unter immateriellem Kulturerbe sind demnach Bräuche, im Englischen steht hier Practices, Darstellungen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten zu verstehen, sowie die dazugehörigen Instrumente, Objekte, Artefakte und kulturellen Räume, die Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes ansehen.
Was fällt uns also bei dieser Definition auf? Sie sehen, dass die Artefakte deutlich mit eingenommen werden und dass von vornherein, das ist vielleicht noch viel wichtiger, als Referenz für die Anerkennung von Erbe die Perspektive von Gemeinschaften, Gruppen und Individuen eingenommen wird, also nicht die Perspektive externer Expertinnen und Beobachter, ja, oder eben spezialisierter Behörden des Kulturerbeschutzes. Also aus deren Perspektive heraus soll die Anerkennung als kulturelles Erbe erfolgen. Und hier kommen wir in der Fortsetzung dieser Definition der Konvention, in der Konvention auf einen weiteren wichtigen Aspekt. Dieses immaterielle Kulturerbe, das von einer Generation an die nächste weitergegeben wird, wird von den Gemeinschaften und Gruppen in Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt, in ihrer Interaktion mit der Natur und mit ihrer Geschichte fortwährend neu gestaltet und vermittelt ein Gefühl von Identität und Kontinuität, wodurch die Achtung vor der kulturellen Vielfalt und der menschlichen Kreativität gefördert wird. Auch hier haben wir einen sehr wichtigen Aspekt. Das zentrale Kriterium des immateriellen Erbes, so wie es die UNESCO-Konvention von 2003 versteht, ist das der Weitergabe zwischen den Generationen einer bestimmten Praxis. Also es geht weniger um die Idee etwa einer Matthäus-Passion, sondern es geht darum, dass Immaterielles eben auch realisiert wird und in der Praxis weitergeführt wird. Gleichzeitig erkennen wir in dieser Definition den dynamischen Aspekt immateriellen Erbes, wie er hier behauptet wird. Es soll fortwährend neu gestaltet werden. Und im Fortgang der Definition merken wir, dass wir es weniger mit einer kulturwissenschaftlichen Definition haben, sondern mit einer kulturpolitischen, wenn sie dann doch mit normativen Zielsetzungen angefüllt, vielleicht auch möglicherweise überfrachtet wird, zumindest mal, wenn man diese Definition in einem kulturwissenschaftlichen Kontext eins zu eins übernehmen wollte. Ich hatte einmal um 2005 ein Interview mit einem UNESCO-Mitarbeiter geführt, wo er mir dann auch klar zum Ausdruck gegeben hat, solche Konventionstexte sind natürlich immer das Ergebnis von Aushandlungen, die mal geglückter oder mal ungeglückter sein können, aber in diese Definition gehen schon langjährige Überlegungen der UNESCO ein, wie immaterielles Erbe zu fassen ist, und sie hat damit sicher auch schon eine gewisse Reife, trotz der Kritiken, die ich eben angeführt habe, erwähnt. Und ich möchte Sie jetzt in der Tat auch entführen in die Frage der Vorgeschichte der Konvention, zu der ich auch ein Stück weit zu deren Rekonstruktion beitragen konnte. Und damit, bevor ich dazu hinkomme, will ich Ihnen natürlich erst einmal den Kontext zeigen. 1972 wurde also die Welterbekonvention verabschiedet, und bereits 1973 hat der Staat Bolivien eine Initiative gestartet zum Schutz der geistigen Rechte von Folklore auf internationaler Ebene, die damals aber wenig Beachtung fand. Ja, geraume Zeit später verabschiedete dann die UNESCO eine Empfehlung für den Erhalt traditioneller Kultur und Folklore, wie man es ins Deutsche übersetzen könnte, also eben einen internationalen Text des Soft Law, der die Mitgliedstaaten der UNESCO eben anregen sollte, Initiativen zum Schutz oder zum Erhalt traditioneller Kulturformen durchzuführen. Aber auch in internen Papieren der UNESCO 10 Jahre später war klar, dass dieser Empfehlung nur ein geringer Erfolg bescheinigt wurde. 1998 kam dann ein wichtiger neuer Schritt. Die UNESCO entschied sich eben, ein Programm einzuführen zur Proklamierung sogenannter Masterpieces, Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit, of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, also eben in Form eines Programms. Das ist eben ein Instrument der
UNESCO aber unterhalb der komplizierten Regelung eines völkerrechtlichen Vertrages. Und aufbauend auf den Erfahrungen dieses Programms kam es dann 2003 eben zur Verabschiedung der neuen UNESCO-Konvention für den Erhalt des immateriellen Erbes. Man könnte jetzt sozusagen in diesen Stationen eine logische Genealogie entdecken, dass es hier sozusagen eine zunehmende Bewegung gab, ein solches kulturpolitisches Instrument aufzulegen. Aber, und das war für mich spannend zu dokumentieren, es gab einen zentralen Anstoß, der die Ideen, die vielleicht global in der Luft lagen, zu einem Schutzinstrument hier sich konkretisieren ließ. Und dieser Anstoß kam eben von dem spanischen Schriftsteller Juan Goytisolo zum Schutz oder dem Erhalt des Platzes Gema Efna in Marrakesch. Und da möchte ich Sie dann sozusagen jetzt hinführen. Idealerweise hätte ich jetzt hier noch Tonbandaufnahmen und Videos mitgebracht, aber auch aus Zeitgründen und weil das manchmal mit der Technik etwas schwierig wird, habe ich mich dann da entschieden, hier in dieser Ringvorlesung drauf zu verzichten. In der Vorlesung mit den Studierenden werde ich das selbstverständlich nachholen. Also hier sehen wir die Altstadt von Marrakesch in Marokko, in einem fast schon präsaharischen Klima gelegen, 50, 60 Kilometer von den Höhen des Atlasgebirges entfernt. Und hier sehen Sie eine Karte der Altstadt mit ihren bedeutenden Mauern und inmitten der Altstadt eben der Platz Gema Efna, hier die Kutubia-Moschee, almohadische Architektur und der Platz Gema Efna gilt sozusagen als oder wird oft apostrophiert als das Herz der Altstadt von Marrakesch. Hier mal einen Blick. An einem frühen Nachmittag oder einem späten Nachmittag wurde dieses Bild aufgenommen. Sie sehen die Freiluftrestaurants, die hier aufgebaut wurden und dann aber im Vordergrund alle möglichen anderen Aktivitäten, die, wenn Sie den Platz noch nicht kennen, auf den ersten Blick auch kaum einordnen können. Hier haben wir hier noch eine relativ luftige Situation, aber bei diesem Foto sehen Sie eben, dass es, das war an einem Sonntagnachmittag, sehr viel dichter sein kann. Sie sehen, die Personen sind gruppiert und sie schauen offensichtlich konzentriert in bestimmte Richtungen und wohin sie schauen, das ist ihnen sozusagen durch die Körper verborgen. Sie schauen eben Künstlerinnen und Künstlern zu, Straßenmusikern oder eben ja, Musikern, hier eben eine Gruppe amazirischer Musiker, die eben im der einer amazirischen, in dem regionalen amazirischen Singen, durchaus zum Teil auch mit politischen Texten. Sie sehen Slapstick und Comedy, könnte man das hier nennen, was hier stattfindet. Sie sehen hier Knauer, die eben im Stil einer spirituellen Bruderschaft eben hier musizieren. Und diese Künstlerinnen und Künstler machen das natürlich auch aus Überzeugung und weil es ihnen Spaß macht vielleicht, aber sie machen es natürlich auch als Lebensunterhalt. Also das heißt, sie verdienen damit ihr Einkommen oder zumindest mal wesentliche Teile. Das heißt, sie sammeln dann in regelmäßigen Abständen Geld bei dem Publikum ein, bevor dann die Darbietung weiterfolgt. Und hier rechts unten sehen Sie einen Erzähler, einen Geschichtenerzähler mit seinem Publikum. Hier mal ein Blick auf eine Akrobatengruppe, Ahmed O. Musa, mit einem großen Publikumskreis, was eben charakteristisch für diese Darbietung in Marrakesch ist. Ja, Juan Goytisolo, ein international bekannter Schriftsteller, der in den der vor dem Franco-Regime ins französische Exil ging, zunächst einmal in Paris lebte und dann sich aber in Marrakesch niederließ, dort das regionale Arabisch lernte und fasziniert war von der Erzählkunst, die er auf dem Platz Gema Efna antraf. Und diese Erzählkunst hat er in seinen Veröffentlichungen ab den 1980er Jahren vielfach aufgegriffen.
Ich wäre jetzt fast versucht, Ihnen etwas aus dem Buch vorzulesen, aber aus Zeitgründen, sehen Sie es mir nach, werde ich es dann hier doch lassen. Stattdessen zeige ich Ihnen mal ganz kurz eine exemplarische Kartierung dieser unterschiedlichen Aktivitäten, wie wir sie hier auf dem Platz sehen könnten. Ich hatte diese Karte an einem Sonntagvormittag für einen Sonntagvormittag eben angefertigt und bewusst für diese Präsentation ein solches Bild gewählt, wo Sie die einzelnen Darbietungen, Artisten, Schlangenbeschwörer, Affen, Dompteure, Musiker eben noch unterscheiden können. Und das wäre eben an einem Spätnachmittag oft kaum möglich. Sie sehen andererseits, dass diese Traditionen der Publikumskreise, arabisch Kreis bedeutet Halka, man spricht dann eben von Kreisen und den Meistern des Kreises, diese werden Halaiki genannt. Eine alte Tradition ist hier in einer Aufnahme etwa um 1920, sie geht aber, wie aus schriftlichen Quellen belegt wird, bis auf das 17. Jahrhundert zurück. Ja, Juan Goetia Solo war also insbesondere von den Erzählern auf dem Platz angetan. In den 1980er Jahren waren die Erzähler zumeist Analphabeten. Das heißt, sie hatten ihre Stoffe übernommen von älteren Meistern. Und was für Juan Goetia Solo eben faszinierend war, dass er in diesen Erzählungen eben auch Anklänge fand, nicht nur an die Märchen von Tausend und einer Nacht, sondern eben zum Beispiel auch an die homerischen Epen. Und er hat dann eben dieses nicht nur literarisch verarbeitet, sondern als ein mündliches Erbe der Menschheit bezeichnet und erkannt. Und jetzt kommt sozusagen der Anstoß, der dazu führte, dass es das Masterpieces-Programm gab und dann im zweiten Gefolge die Konvention. In den 1990er Jahren wollte also die Stadt Marrakesch den Platz Schema FNA großflächig umgestalten mit einem großen neuen Hochhaus, einer unterirdischen einer Tiefgarage eben. Und als Juan Goetia Solo davon hörte, war er der Überzeugung, dass diese städtebaulichen Maßnahmen die Traditionen des Platzes zum Verschwinden bringen würden. Also eine irreparable Beschädigung dieser für ihn wichtigen Kulturtraditionen. Und er versuchte sozusagen hier bei der Stadtverwaltung, der Stadtpolitik zu intervenieren, aber ohne Erfolg. Und er machte dann etwas sehr Geschicktes. Im lokalen Rahmen gab es für ihn keine Erfolgsmöglichkeit, also wandte er sich als international bekannter Schriftsteller gleich an die UNESCO. Über seinen Verleger ließ er einen Brief an den damaligen UNESCO-Generaldirektor Federico Major schreiben und in diesem Brief schlug er vor, dass der Platz Schema FNA zum mündlichen Erbe der Menschheit, Patrimonio Oral de Humanidad, erklärt werden solle, um ihn eben vor den negativen Folgen der Spekulation zu entziehen. Ja, und das war sozusagen, dieser Brief sozusagen ein wesentliches Anstoßelement, der zur neuen, letztlich zur neuen 2003er Konvention führen sollte. Die UNESCO-Administration registrierte also diesen Vorschlag und sah sowohl Chancen, Risiken als auch Probleme. Und dieser Vorschlag wurde in einer internen Notiz eines UNESCO-Mitarbeiters auch erst einmal als eine interessante Idee gekennzeichnet, aber eben auch als ein Problem artikuliert. Es ist eben eine neue interessante Idee, aber sie umzusetzen, würde sehr kompliziert werden. Denn ein Konzept des mündlichen Erbes ist nicht vorgesehen unter den bisherigen Erbekategorien der UNESCO, so wurde argumentiert. Und die UNESCO müsse deshalb diese neue Kategorie definieren und dann den Mitgliedstaaten der UNESCO deren Annahme vorschlagen. Und das waren also diese Überlegungen, die 1996, 1997 dann eben stattfanden. Es gab dann auch 1997 eine Tagung in Marrakesch von der UNESCO organisiert über den Schutz eben genau solcher Cultural Spaces, wie es in der UNESCO-Sprache damals hieß.
Und in der Tat führte dann diese Initiative zur Verabschiedung des Masterpiece-Programms 1998, wo bereits damals in der Luft war die Idee, dass man ja auch ein Stück weit größer denken könnte und eine neue Konvention zum Schutz immateriellen Erbes verabschieden könnte. Aber man hat sozusagen erst einmal eine kleinere Form gewählt und auf den Erfahrungen dieser kleineren Form des Masterpiece-Programms konnte dann wenige Jahre später die Verabschiedung der Konvention aufbauen. Was wären also nun die Erfolgsfaktoren dieses lokal-globalen Interaktionsprozesses? Ich habe es mal so benannt hier, die Person Juan Cortisolo als scale-hybrider Akteur, ein international bekannter Schriftsteller mit Zugang zu einer Kulturorganisation wie der UNESCO, der dann aber eben lokal verankert ist. Es wurde dann auch die Verallgemeinerbarkeit dieses Konzepts und Anliegens erkannt. Auch andere Staaten wie etwa Japan hatten ein deutliches Interesse an dem Schutz immateriellen Erbes und die Anschlussfähigkeit an die Welterbekonvention wurde unmittelbar auch erkannt. Ja, ein weiterer Erfolgsfaktor, zumindest mal in meiner Rekonstruktion, scheint zu sein, die konzeptionelle Repräsentativität des Platzes des Jemaa-el-Fna. Was meine ich damit? Auf ihm finden Sie sehr viele verschiedene Kulturtraditionen vereint in einem Ort, Geschichten erzählen, Musik, Tanz, Handwerk, wie sie dann in anderen Praktiken, die dann später als immaterielles Erbe ausgezeichnet wurden, sich wiederfinden. Also das heißt, man bekommt an diesem Platz eine gute Vorstellung, was immaterielles Erbe alles sein kann. Von 2001 bis 2005 wurden dann in diesem Masterpiece-Programm insgesamt 90 kulturelle Praktiken als solche Masterpieces ausgezeichnet in insgesamt 3 Proklamationsrunden und diese 90 Masterpieces wurden dann, als die neue Konvention verabschiedet wurde und in Kraft trat, automatisch auf die Listen des repräsentativen immateriellen Erbes der neuen Konvention übertragen. Ja, jetzt habe ich Ihnen vor einigen Minuten eine abstrakte Definition von immateriellem Erbe gegeben, Weitergabe über Generationen, Anerkennung durch Gemeinschaften. Auch die UNESCO-Konvention von 2003 wird in der Fortsetzung dieses Definitionsartikels ein Stück weit konkreter, indem Bereiche benannt werden, in denen sich dieses immaterielle Kulturerbe widerspiegeln kann, mündlich überlieferte Traditionen, darstellende Künste, gesellschaftliche Bräuche, Rituale und Feste, Wissen und Bräuche in Bezug auf die Natur und das Universum sowie traditionelle Handwerkstechniken. Ich gebe Ihnen mal einen ganz kurzen Einblick in das Setting der Sitzungen des Entscheidungskomitees, das eben über diese Listen der 2003er Konvention entscheidet. Also hier die konstituierende Sitzung des zuständigen Komitees in Algier 2006. Sehen Sie mir nach, dass die Aufnahme etwas verpixelt oder unscharf geworden ist. Und hier eine aktuelle Aufnahme aus der Sitzung in Rabat, Marokko. Und ich habe mal eben hier den Moment gewählt nach der Einschreibung der Praxis der Culture of JT, a symbol of identity, hospitality and social interaction, die vorgelegt wurde von Aserbaidschan und der Türkei. Und dann hier der vielleicht etwas befremdlich wirkende Akt, dass nach der erfolgreichen Abstimmung die beiden Nationalflaggen hier gezeigt wurden. Also Sie sehen, es geht nicht nur um globale Verständigung, es geht manchmal eben auch national Flagge zu zeigen in solchen internationalen Gremien. Europäische Länder würden das, glaube ich, weniger tun, dieses Flagge zeigen, aber auch die europäischen Vertreterinnen und Vertreter sind insgeheim oder auch sehr offen natürlich froh, wenn sie eine Nominierung mit den entsprechenden Vorbereitungen erfolgreich
im Komitee verabschiedet sehen können. Ja, für die Expertinnen und Experten unter Ihnen könnte man jetzt nun den Vergleich der Instrumente noch einmal detaillierter machen. Wo unterscheiden sich die Welterbekonvention, das Masterpiece-Programm von 1998 und eben auch die die Konvention zum Schutz des immateriellen Erbes von 2003? Und es gibt eben zahlreiche Gemeinsamkeiten. Hier das internationale Komitee ist das entscheidende Gremium. Ich glaube, beim Masterpiece-Programm fiel die Entscheidung durch eine Jury. Wir haben dann aber eben auch gewisse Unterschiede, etwa in dem Mandat der Beratungsorganisation der Advisory Bodies, das bei der Welterbekonvention sehr viel robuster ist. Und es gibt eben auch einen wichtigen Unterschied in der Evaluation, der Prüfung der nominierten Anträge. Hier können die Beratungsorganisationen sehr unabhängig agieren. Hier müssen die Beratungsorganisationen allein auf der Schriftform die Anträge bewerten. Das heißt, Besuche vor Ort sind hier nicht vorgesehen. Wir haben dann verschiedene Listen, also ein Prinzip, das letztlich aus der Denkmalpflege übernommen wird, das zu schützendes Kulturgut in Listen geführt wird, erwartbar eben bei der Welterbeliste, und es wurde eben hier auf den Bereich des immateriellen Erbes übertragen. Es gab diese Liste der Meisterwerke, der Masterpieces, und eben dann aber auch gibt es mittlerweile drei Listen in der Konvention zum immateriellen Erbe, nämlich die sogenannte repräsentative Liste, die Liste des unmittelbar dringenden Bedarf des Erhalts, Need of Urgent Safeguarding, und das Register of Good Practices, also guter Praxisbeispiele in den Erhaltungsmaßnahmen, die vorgeschlagen werden. Was dann für die Kulturwissenschaft noch einmal interessant ist, das sind diese Key-Konzepte. Die Welterbekonvention verlangte von den hier eingeschriebenen Gegenständen einen Outstanding Universal Value. Sozialkonstruktivistisch wissen wir heute, dass man diesen zuschreiben muss, also nicht inhärent behaupten kann. Das Programm von 1998 sprach von Meisterwerken des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit. Und ein Kollege, Bradford Simon, bemerkte dazu, dass hier offensichtlich ein romantisches Konzept von Autorenschaft auf immaterielle Praktiken übertragen wurde. Die Konvention von 2003 rüstete dann sprachlich ab. Sie verlangt eben nicht mehr einen außergewöhnlichen Wert, sondern will eine repräsentative Liste des immateriellen Erbes erstellen. Ja, schauen wir jetzt auch noch mal auf das Thema der geografischen Verteilung der einzelnen eingeschriebenen kulturellen Praktiken. Und das ist im globalen Kontext der UNESCO ein immer wichtiges Thema, weil, wie Sie vielleicht wissen, in der Welterbekonvention, vorgeworfen wird, dass die Welterbestätten den globalen Süden unterrepräsentieren und Europa eben deutlich überrepräsentiert ist. Schauen wir jetzt uns den Stand von 2005 an für die Masterpieces. Und diese Masterpieces waren dann eben auch die ersten Einschreibungen in die 2003er-Konvention. Wir sehen, aus Nordamerika gab es keine Einschreibung. Auch Deutschland hatte sich an dem Masterpiece-Programm nicht beteiligt. Einige Bewerbungen und Einschreibungen aus dem übrigen Europa. Aber das Bild, das hier vermittelt wird, ist doch, dass es eine geografisch ausgewogene Liste sich eben hier darstellt. Ja, seit den ersten Einschreibungen auf die neue Liste 2008, also alle 90 Masterpieces wurden eingeschrieben, hat sich die Zahl
der Einschreibung in die globalen Listen sukzessive erhöht, mit einer Rate von knapp 30 bis 40 Einschreibungen pro Jahr in den letzten Jahren. Und wenn wir uns jetzt einmal die geografische Verteilung anschauen im Vergleich von 2008 und von 2022, sehen Sie, dass Europa und Nordamerika seinen Anteil deutlich erhöht hat. Asien und Pazifik ist ungefähr gleich geblieben, prozentual etwas kleiner geworden, und dann die anderen Weltregionen, die in der UNESCO traditionellerweise eben angeführt werden, also arabische Staaten, Lateinamerika in der Karibien, haben deutlich geringere Anteile. Und wir haben also den Befund, dass auch bei dieser Liste eine europäische Dominanz mittelfristig wieder absehbar wird, bei einem Instrument, von dem es zu Beginn hieß, es sei auch insbesondere ein Instrument nun für den globalen Süden. Das wurde sehr unterschiedlich konnotiert wiedergegeben. Ja, eine Besonderheit im Vergleich zur Welterbekonvention ist bei der Konvention zum Erhalt des immateriellen Erbes, dass sie sichtbarer auch in die Nationalstaaten einschlägt, könnte man sagen. Deutschland ist 2013, also mit deutlicher Verzögerung, der neuen Konvention beigetreten. Es gab also erst einmal auch erhebliche Vorbehalte. Und die Nationalstaaten sind eben nicht nur gehalten, für die internationale Liste Vorschläge zu machen, sondern auch für ihr Territorium Verzeichnisse ihres immateriellen Erbes zu führen. Und das finden Sie eben auch im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes, von denen ich Ihnen hier jetzt mal eine Auswahl mitgebe. Ja, diese Liste hat mittlerweile 144 Einträge, und einige werden wir ja im Laufe unserer Ringvorlesung eben auch noch weiter verfolgen. Jetzt habe ich Ihnen ja versprochen, dass wir auch eine kulturwissenschaftliche Reflexion, also nicht nur eine Information über dieses Programm machen. Und da will ich Ihnen wenigstens ein Schlagwort, eine Idee auch mal mitgeben, die die US-amerikanische Kulturanthropologin Barbara Kirschenblatt-Gimblett formuliert hat. Sie hat bereits 2004 in einem vielbeachteten Beitrag formuliert, immaterielles Erbe sei eine metakulturelle Produktion. Was ist denn darunter zu verstehen? Wenn wir an diese Aussage zielt auf die Folgen eines Listeneintrags. Wenn wir hier das Foto von Herrn Bochama und seines Publikums sehen, dann erzählt er Geschichten, man kann ihn als Geschichtenerzähler bezeichnen, und durch die Auszeichnung entsprechender Traditionen durch die UNESCO wird er nun zusätzlich zu einem Kulturerbeträger. Das heißt, es findet eine diskursive Reinterpretation oder Erweiterung statt, und solche diskursiven Erweiterungen sind oft auch nicht folgenlos. Also sie führen einerseits für die Kulturwissenschaften, für die Kulturbetrachtung zu einer neuen Kanonbildung. Also das heißt, auf einmal wird auch diese Praxis auf dem Schema FNA als kulturell wichtig erachtet, die vielleicht von der marokkanischen Mittelschicht der 1990er Jahre eher verachtet wurde. Und wir haben neben dieser neuen kulturellen Bedeutung, haben wir auch eine neue kulturpolitische Institutionalisierung, also es gibt auch soziologische Effekte. In diesem kulturpolitischen Regime kommen nun sehr unterschiedliche Milieus, kulturelle Orientierungen, soziale Schichten und Institutionslogiken zusammen, wenn Sie auf der einen Seite internationale Kulturdiplomatinnen und Diplomaten haben und dann eben hier die Trägerinnen und Träger des Kulturerbes, die zum Teil auch in sehr bescheidenen und prekären Verhältnissen leben. Und ich erlaube mir mal, Ihnen einen Blick hinter die Kulissen Ihnen zu erlauben. Hier also die Gnawa,
die auf dem Platz Schema Efna, die eben Musik und Praxis einer geistlichen Bruderschaft hier reproduzieren. Und ich hatte einmal ein Gespräch geführt mit einem Herrn, der Musikinstrumente für die Gnawa herstellt. Das war seine Wohnung und sein Arbeitsplatz, 8 Quadratmeter. Und diese 8 Quadratmeter, ich hoffe, ich darf es sagen, hat er sich auch noch mit seiner Ziege geteilt, mitten in der Altstadt von Marrakesch. Das heißt, hinter diesen vielen bunten Bildern des immateriellen Erbes können gerade im globalen Süden stellenweise auch prekäre soziale Verhältnisse stecken. Und das setzte dann auch gerade zu Beginn vielleicht der ersten Auszeichnungen, als die Vergleichbarkeit mit der Welterbeliste eben aufkam, auch manche Akteurinnen und Akteure unter Druck. Es wurde auch berichtet von Lebenskrisen, etwa von Erzählerinnen und, oder Erzählern. Es waren allesamt Männer auf dem Platz Djemalfna. Das heißt, wenn wir die Ikonografie im immateriellen Kulturerbe sehen, haben wir oft das Bunte vor Augen, das dann auch die Werbung aufgreifen kann. Hinter den Kulissen kann es eben auch anders aussehen und manchmal wird auch ein bisschen arrangiert, um die optische Wirkung auch besser darzustellen. Ahmed Buchama habe ich ja oft angetroffen und das ist sozusagen ein typischer Blick in seinen Erzählkreis. In einer UNESCO-Publikation sieht sein Erzählkreis erkennbar arrangiert eben aus. Sicher vielleicht auch eine, um die Würde der Person zu wahren, auch eine vielleicht für bestimmte Zwecke zulässige Intervention, aber aus der Sicht kulturwissenschaftlicher Dokumentation äußerst gefährlich. Ja, jetzt habe ich Ihnen ein bisschen versucht, einen Einblick zu vermitteln, was immaterielles Erbe eben darstellen kann. Nun drängt sich die Frage auf, warum sollen kulturelle Praktiken eigentlich erhalten werden? Normativ, gesellschaftsanalytisch, warum werden sie erhalten? Und gibt es vielleicht auch Gegengründe, warum sie nicht erhalten werden sollen? Normative Fragen sind keine Fragen der Wissenschaft, das müssen wir uns immer klar sagen. Sie sind Fragen der gesellschaftlichen Aushandlung. Das gilt übrigens auch für die Denkmalpflege. Wissenschaften können höchstens Orientierungswissen, Kontextwissen mitliefern, das dann Gesellschaften befähigt, informierte Entscheidungen, etwa hier über Maßnahmen zum Erhalt oder Nichterhalt bestimmter Traditionen zu ziehen. Sie können vielleicht uns auch beispielsweise aus der Psychologie informieren, dass bestimmte Rituale für Kinder bedeutsam sein können und dass es sozusagen Sinn machen kann, dieses kulturelle Erbe eben weiterzugeben. Ich habe dabei folgende Unterscheidung eingeführt. Einerseits sehe ich eine mögliche kulturhistorische Relevanz und zweitens eine Gegenwarts- oder Zukunftsrelevanz von immateriellen Traditionen. Die kulturhistorische Relevanz wäre Gegenstand der Forschung genau an Orten an dieser Universität, in den Fakultäten der philosophischen Fakultät ihrer Nachbarfächer. Und das zweite wäre eine Frage an die Gesellschaft. Und erläutern möchte ich diesen wichtigen Unterschied am Beispiel der Erzähltradition von Märchen, wo man genau das hier gut nachvollziehen kann. Wer sich aus kulturwissenschaftlicher Sicht mit Märchen beschäftigt, findet zahlreiche spannende Forschungsfragen. Etwa die Frage der Rekonstruktion, der Verschriftlichung von Erzählungen, die als mündlich tradiert behauptet wurden. Die Veränderung, welche die Erzählmotive in den Verschriftlichungen erlebten, und dies kann man eben interpretieren vor dem Hintergrund der sozialen Kulturgeschichte. Es gibt die Forschungstradition der kulturvergleichenden Märchenforschung, welche Ähnlichkeiten von Erzählmotiven über große räumliche Distanzen herausarbeitet. Oder Sie könnten eben zum Beispiel auch die Analyse der Rezeption von Märchenerzählungen in anderen Medien, etwa in Grafik und Malerei, Schauspiel und Film, analysieren, um nur einige Beispiele zu nennen.
Daran wird offensichtlich, kulturhistorisch sind Märchen ein sehr relevantes Phänomen, das es zu erforschen und dokumentieren gilt. Und solche Themen mögen auch als Beiträge zur kulturhistorischen Bildung in Schulen ihren Platz haben. Aber haben sie unabhängig von Kontexten expliziter Bildung und Forschung weiterhin einen legitimen Platz in der Gegenwart und Zukunft? Soll man, banal gefragt, weiterhin Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Märchen erzählen oder nicht? Das meine ich also exemplarisch mit der Frage nach der Gegenwartsrelevanz von immateriellen Praktiken und hier im Konkret von Märchen. Erkenntnisse, welche helfen, diese normativen Fragen zu beantworten, bieten unter anderem Psychologie und Psychotherapie. Schon Sigmund Freud und Carl Gustav Jung haben sich aus ihren Blickwinkeln mit Märchen befasst und seit den 1970er Jahren sind weltweit Publikationen erschienen, welche den entwicklungspsychologischen oder therapeutischen Nutzen von Märchen betonten. Global berühmt ist das Buch des US-amerikanischen, österreichstämmigen Kinderpsychologen Bruno Bettelheim, das im Original erschien unter dem Titel The Uses of Enchantment, auf Deutsch unter dem Titel Kinder brauchen Märchen. Im deutschsprachigen Raum hatte zudem der Theologe Eugen Trevermann die psychologische Interpretation von Märchen einem breiten Publikum vertraut gemacht. Für Bruno Bettelheim steht fest, dass Märchen Kindern helfen, sich sowohl in der äußeren Welt zu orientieren, als auch innere Konflikte aufzulösen, welche sie selbst mit engsten Bezugspersonen kaum ansprechen können. Allein Märchen, so Bettelheim, regen nicht nur die Fantasie an, sondern sie ermöglichen es Kindern, sich auch mit negativen Seiten generell des Lebens, negativen Seiten ihrer Bezugspersonen und letztlich auch in sich selbst auseinanderzusetzen. Dies sei für eine Reifung unerlässlich. Sie zeigten zudem, wie man mit Beharrlichkeit und Klugheit Schwierigkeiten meistern könnte. Moderne Erzählstoffe seien, so Bettelheim, hierzu jedoch kaum in der Lage. Und er wehrte sich gegen nivellierende Märchenbearbeitung in, Zitat, verniedlichten, vereinfachten Versionen, die den Sinn entstellen und eine tiefere Wirkung des Märchens unmöglich machen. Nun bin ich selbst weder Psychologe noch Therapeut, habe keine fachliche Expertise, um etwa den therapeutischen Nutzen eines Märchens beurteilen zu können. Und sicher wäre es auch naiv, Märchen uneingeschränkt als Übermittler tiefer, über Jahrhunderte gewonnener Weisheit darzustellen. Wenn viele Märchen das Potenzial junger Menschen zur Selbstentfaltung fördern können und sich gegen widrige Umstände durchzusetzen, mögen andere Märchen unterschwellig bestehende gesellschaftliche Verhältnisse legitimieren. Eines der Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm hat zudem eine explizit antisemitische Anlage und es versteht sich von selbst, dass es in Ausgaben zum Vorlesen für Kinder heute nicht mehr abgedruckt wird. Der Verweis auf den Erbecharakter erspart uns also nicht die Frage der Auswahl dessen, was wir für die Gegenwart und Zukunft relevant erachten. Aber ich glaube, ich konnte Ihnen in diesen kurzen Ausführungen wenigstens andeuten, worin eine Gegenwartsrelevanz von Märchen liegen könnte. Manche Einträge auf den UNESCO-Listen erscheinen mir persönlich als, ehrlich gesagt, eher banal. In anderen kann ich eine Tiefe erkennen und um es mit dem Benediktiner und Zen-Meister Williges Jäger zu formulieren, eine spirituelle Weisheit, welche im Mythos, im Tanz, im Ritual, in sich wiederholenden Gesängen und Gebärden ins Bewusstsein dringt. Man könnte also zahlreiche Argumentationen für den Erhalt immaterieller Traditionen ziehen und diese Liste ergänzen, sie ermöglichen Selbsterfahrung, sie fördern Gemeinschaftsbildung, sie wecken handwerkliche Fähigkeiten statt den heute vielfach dominierenden digital vermittelten Welterfahrungen. Es gibt daneben aber auch offensichtlich weitere Motive zur Einschreibung kultureller Praktiken in die UNESCO-Listen, welche nichts mit der Weitergabe von Tiefen- und Sinnerfahrung zu tun haben. Wir sehen nationale Vereinnahmungen, wir sehen Branding für Orte, Regionen und Produkte und wir sehen eventuell auch den Transport
einseitig restaurativer bzw. regressiver Vorstellungen von Kultur und Gesellschaft. Wir sehen also, auch an den Beispielen, die ich bisher genannt habe, dass überlieferte Praktiken keineswegs automatisch mit heutigen ethischen Vorstellungen vereinbar sind, und dies berücksichtigt bereits der Konventionstext von 2003, in dem er deren Rückbindung an internationale Menschenrechtsnormen eben reklamiert. Nichtsdestotrotz ist bei konkreten eingeschriebenen Praktiken immer zu prüfen, werden Menschenrechte tatsächlich eingehalten, wechselseitiges Verhältnis wirklich gefördert, wie sieht es mit Frauenrechten aus, wird ökologische Nachhaltigkeit, Tierwohl nur behauptet oder real umgesetzt, sind bestimmte gastronomische Produkte, die auf den Listen eingeschrieben sind, überhaupt gesund, ein Beitrag zu einer gesunden Ernährung, auch das wären ja legitime Fragen. Tja, so langsam müssen wir den Bogen zum Ende führen. Ich will ganz kurz einige kurze Ausführungen machen, mich auf 4-5 Minuten beschränken, hoffentlich zu der Frage, was bedeutet es also nun, immaterielles Erbe zu erhalten, was sind die Fallen möglicher Erhaltungsansätze, und will Sie da nochmal entführen auf das Plakatmotiv unserer Ringvorlesung, das von einer Grafikerin dankensweiter entworfen wurde. Das Plakatmotiv zeigt oben eine alte Kulturpraxis, das Erzählen einer Geschichte, eines Märchens vielleicht, im offensichtlich privaten Kreise von Familien, Freunden oder Bekannten. Diese historische Praxis nährt eine gegenwärtige Kulturpraxis, nämlich das Hören offensichtlich dieser Geschichte über einen Kopfhörer, vielleicht über eine Audiodatei. Ein sicher geistreicher Entwurf der Grafikerin. Sie sah einen Form- und Medienwechsel vor, um den Aspekt der Gegenwartsrelevanz, der Zukunftsressourcenfähigkeit von Kulturerbe zu illustrieren. Ein solcher Medienwechsel, das muss uns aber klar sein, führt nicht zu einer Fortsetzung der ursprünglichen Praxis des Geschichtenerzählens. Damit gehen konstitutive Aspekte der ursprünglichen Weitergabeform verloren. Aus dem gemeinschaftlichen Interagieren von einst wird nun eine individualisierte Praxis. Die ursprüngliche Praxis wird rezipiert, vielleicht konsumiert, aber nicht mehr selbst nachvollzogen. Wir sehen also hier bereits die Dilemmata, wenn wir um den Erhalt, die Transmission, die Weitergabe von immateriellem Erbe sprechen wollen. Was bedeutet es also, immaterielles Erbe zu erhalten? Die Erhaltung und Schutzvorstellungen bei der Abfassung der Konvention und ihrer Vorläuferinstrumente waren offensichtlich geprägt von zwei divergenten Hintergrundfolien. Einerseits von der Forschungs- und Dokumentationspraxis der Kulturanthropologie, der Ethnologie, der Folklore-Studies und den empirischen Kulturwissenschaften, welche mündliches Erzählgut, Schauspiel, Handwerkstechniken oder Musik schriftlich beschrieben, dann später auf Schallplatte, auf Tonbändern, Filmenaufnahmen, heute mittels digitaler Geräte. Also es wird aufgenommen, dokumentiert, archiviert, mit ergänzenden Dokumenten angereichert. Daneben gab es offensichtlich eingeflossen über die Welterbekonvention Bilder der Denkmalpflege, über die Konservierung und die Frage des Erhalts. Und in der Denkmalpflege haben wir oft die Konstellation, dass eine externe Behörde, eine Denkmalschutzbehörde, eben dem Denkmaleigentümer, der Denkmaleigentümerin Auflagen gibt, Verbote ausspricht, vielleicht auch berät, finanzielle Unterstützung. Also wir haben permanent diese Dichotomie zwischen Denkmalpflegeinstitutionen und Eigentümerinnen und Eigentümern, die natürlich in intelligenten Praktiken des Kulturerbeschutzes, auch des materiellen Kulturerbeschutzes überwunden werden möchten, aber eben grundsätzlich existieren. Und hierbei gilt, so wenig Veränderung wie möglich ist eine wichtige Maxime der Denkmalpflege. Umbauten zur Anpassung, etwa neue Bedürfnisse, sollen weitgehend vermieden werden. Aber kann man nun mit immateriellem Erbe, mit immateriellen Praktiken nach vergleichbaren Grundsätzen verfahren? Wie definiert nun die Konvention den Schutz immateriellen Erbes?
Und da haben wir hier wieder die englische und die deutsche Fassung und wir sehen hier Maßnahmen zur Sicherstellung des Fortbestands einschließlich der Ermittlung, der Dokumentation, der Forschung, der Sicherung, des Schutzes, der Förderung, der Aufwertung, der Weitergabe sowie der Neubelebung der verschiedenen Aspekte dieses Erbes. Und Sie sehen, ein Großteil der genannten Punkte lässt sich genau diesem Paradigma des Erhalts im Sinne kulturwissenschaftlicher Dokumentation zuordnen, die also auf die kulturhistorische Relevanz abzielt und weniger auf Erhalt im Sinne einer lebendigen Praxis, welche für die Trägerinnen und Träger eine Gegenwarts- und Zukunftsrelevanz hat. In der Praxis der Umsetzung der Konvention hat sich dieses Ungleichgewicht zwischen diesen völlig inkompatiblen und unterschiedlichen Schutzansätzen oder zumindest mal differenten Schutzansätzen verändert, dass also heute eben betont wird, dass es um eine lebendige Weitergabe des Kulturerbes, des immateriellen Erbes geht und dass die zentrale Rolle eben für den Erhalt immateriellen Erbes genau von den Gemeinschaften ausgehen muss, die auch hierzu die Initiative übernehmen sollen. Das heißt, die Fallen einer Musealisierung und Denkmalisierung, wir haben hier zwei Begriffe, die zwei in unserem Studiengang wichtige Begriffe, das Museum und das Denkmal, pejorativ aufgreifen, im Sinne einer starren Tradierung von Objekten, soll eben aufgelöst werden zu einer Form der dynamischen Weiterentwicklung immateriellen Erbes. Und wir sehen auch, dass das auch bei jüngsten Einschreibungen auch berücksichtigt wurde. So wurde 2022 auch der RAI eben eine Musiktradition aus Algerien eingeschrieben, die sich selbst innerhalb der letzten Jahrzehnte, wie Sie an den Fotos sehen können, deutlich verändert hat. Ja, kommen wir also nun zum Schluss. Ist immaterielles Erbe eine Zukunftsressource? Lässt sich dies als Fazit ziehen? Erbe ist potenziell immer ambivalent. Auch immaterielles Erbe ist somit legitimerweise zu befragen, ob es jenseits einer kulturhistorischen Dokumentation als lebendige Praxis erhalten werden soll. Zweitens gibt es uns keine automatischen Antworten auf viele drängende Zeitprobleme von Krieg, Hunger, Klimaerhitzung oder den Herausforderungen, die jüngst aufkommen durch künstliche Intelligenz. Wir können uns aber darauf einlassen, es befragen, das immaterielle Erbe, und werden vielleicht dann Anregungen für mögliche Antworten finden, und eben nicht nur auf einer rational-kognitiv-intellektuellen Ebene, sondern auch auf emotionalen Ebenen, vielleicht auch auf tieferen Ebenen, dies auch für die persönlichen Fragen unseres Lebens. Seine Pflege geht mit der Pflege von Gemeinschaft und Zugehörigkeit einher. Idealerweise ließe also immaterielles Erbe auch im Sinne der UNESCO-Konvention uns tiefer begreifen, was unser Leben, unsere Existenz ausmacht. So könnte also immaterielles Erbe eine Ressource für die Zukunftsbewältigung sein. Das tradierte Märchen ging in der Regel gut aus. Ob das auch für unsere Geschichte der Menschheit gilt, in ihrem Umgang mit immateriellem Erbe, eine Garantie dafür haben wir wohl nicht. Herzlichen Dank.